Guten Abend, hier ist wieder Steve Irwin mit einer Live-Schaltung aus dem Affen Cave. Wir beschäftigen uns heute mit dem Modell Homo Concentrus und seinen ganzen Auswüchsen. Im Hintergrund könnt ihr Paarungsrufe verschiedener Intensität hören. Schmerzensschreie sind auch darunter, verzweifelte Suche nach Nahrung, Lichtanerkennung und Sauerstoff bestimmt den Alltag der dort eingesperrten Wesen. Mein Name ist Matthias Schneider, Herr Heinrich Hinzerotzer zu sprechen. Am Telefon. Ja, wunderbar, dass Sie persönlich erreichen kann. Und zwar geht es um die Auswirkung der Gesundheits- und Zahnreform und Ihrem Gesundheitsbonus. Bonus? Sie haben genau. Ja, was kriege ich da denn? Sie haben halt in den letzten Jahren sehr viel in Ihre Krankenkasse eingezahlt, aber halt sehr wenig in Anspruch genommen. Ja, ich habe mich ja immer gut gekümmert um die Kauleiste, ne? Das ist sehr gut. Das ist ja auch sehr, sehr bewundernswert. Dort haben Sie halt diesen Bonus und der wird im Bereich der Zähne jetzt hier investiert. Also ja, das ist ja toll. Bezüglich einer Zahnzusatzversicherung. Das ist ja toll. Ja, da wollten wir Ihnen die unter anderem rausschicken, die Verdunstraße 88a in Bremen, richtig? Ja, genau, das wissen Sie ja, wo ich wohne. Genau. Diese Unterlagen, die prüfen Sie dann bitte nur einmal auf der Richtigkeit und zeigen erst beim nächsten Zahnarztbesuch auch bitte einmal Ihren Zahnarzt. Na, das weiß er ja mit der Karte, ne? Oh ja, genau. So, und er weiß dann Bescheid, dass Sie ab dem 1.6.2022 dann auch im Bereich der Zähne mit abgesichert sind, der Hinzerotzer. Super. Ja, das heißt, wenn Sie in Zukunft eine Rechnung haben, bitte nicht mehr selber zahlen, sondern die Rechnungen werden dann immer bei uns eingereicht, automatisch vom Zahnarzt, ja? Ja, das ist ja zur AOK dann halt, ne? Ne, die AOK, das wird ja auch hingereicht, das ist richtig, weil die AOK bezahlt ja auch noch einen Teilbetrag, aber die AOK zahlt ja nicht 100%, ne? Nee, das durch den Bonus. Ach, sind Sie gar nicht von der Krankenkasse? Mein Gott. Nein, ich bin vom Gesundheitszentrum. Gesundheitszentrum, von wo denn? Ja. Gesundheitszentrum Service Team der gesetzlichen Krankenkassen. Achso, Sie arbeiten für die AOK? Nein, wir sind vom Service Team der gesetzlichen Krankenkassen. Ja, aber dann arbeiten Sie ja auch für die AOK, weil das ist ja eine gesetzliche Krankenkasse. Ja, die AOK ist eine gesetzliche Krankenkasse, aber ich arbeite nicht für die AOK, ich arbeite für das Gesundheitszentrum. Ja, aber da haben Sie doch gesagt, Servicestelle der Krankenkasse. Das impliziert ja, dass Sie für die arbeiten. Darum habe ich gefragt. Wir sind vom Serviceteam aller gesetzlichen Krankenkassen, nicht nur für die AOK. Ja, das habe ich verstanden. Genau. Ich dachte, Sie haben mich gefragt, ob ich explizit jetzt nur von der AOK. Nein. Nein. Ne? Keine Sorge. So, darum geht es. Ja. So, und wie gesagt, die Unterlagen werden dann dementsprechend eingereicht. Einmal bei der Krankenkasse und einmal zu uns. Mhm. Dann erstatten wir beide Ihnen das Geld auf Ihrem Konto, um Ihren Zahnarzt zu bezahlen. Der Eigenbeitrag wird ganz normal per Separation von dann abgebucht. Das kennen Sie ja schon. Ja, wie viel wird da denn jetzt übernommen? Sie haben bis zu einer 100%igen Kostenübernahme für die Inlays, Onlays-Füllungen, durch Wurzelparantosebehandlungen, einmal im Jahr die professionelle Zahnreinigung. Beim Zahnersatz haben Sie die Verzopfung des Festkostenzuschusses der gesetzlichen Krankenkasse. Junger Mann, Sie reden sehr schnell, ich komme gar nicht hinterher, ich bin schon ein bisschen älter. Wäre ganz großartig, wenn Sie ein bisschen langsamer sprechen würden. Ja, natürlich. Danke. Beim Zahnersatz haben Sie die Verdopplung des Festkostenzuschusses Ihrer gesetzlichen Krankenkasse auf Kronen, Brücken und Prothesen und auf einem bereits befestigten Zahnersatz Reparaturen. Reparaturen? Also wenn da mal was abbricht, heißt das da bei der Brücke, ne? Richtig. Oder wenn Sie jetzt schon einen Zahnersatz haben, dann, wenn da jetzt dementsprechend was abbrechen tut, ist es ebenfalls mitversichert. Und das mal, ja, verstanden. Genau. So, und dann sagen Sie mir bitte nur einmal zur Identifikation Ihr Geburtsdatum, bitte. Ja, das ist der 8. Mai 67. 8.5.1967? Ja, ja. Okay. So. So, Sie haben ja damals bei der Krankenkasse Ihre Bankdaten durchgegeben. Die sind ja auch noch korrekt, richtig? Ja, ja, das hat sich nicht geändert. Okay, super. So, zur Legitimation dann bitte nur einmal die aktuelle IBAN, bitte. So, was nochmal? Sie kommen ganz leise an, nur bei mir. Zur Legitimierung einmal die aktuelle IBAN, bitte.
Ja, sie haben die doch. Ja, das müssen Sie mir aber legitimieren. Ich muss ja auch überprüfen, ob Sie der Kontoinhaber sind. Ne, Sie müssen mir das ja legitimieren. Da geht es ja um meine Bankverbindung. Nein. Nennen Sie mir bitte einmal die letzten drei Ziffern der Kontonummer. Nein, das ist nicht der Fall. Das müssen Sie mir nennen, ja, weil das die Gesetzgebung ist. Mit welchem Gesetz steht das denn drin? Kann ich ihn gerne per Post raussenden, ist auch kein Problem. Nee, ich möchte ja nur den Paragraphen wissen. Paragraph 676 Absatz 2. 676? In welchem Gesetz? Strafgesetzbuch oder wo? Ich habe gerade mal gegoogelt. 676 BGB, wir machen das mal auf, weil das war so kurz. Nachweis der Ausführung von Zahlungsvorgängen. Ist zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und seinem Zahlungsdienstleister streitig, ob der Zahlungsvorgang ordnungsgemäß ausgeführt wurde, muss der Zahlungsdienstleister nachweisen, dass der Zahlungsvorgang ordnungsgemäß aufgezeichnet und verbucht sowie nicht durch eine Störung beeinträchtigt wurde. Das hätte dieser Typ in 5 Stunden nicht vorgelesen bekommen. Was ein Gesindel, ein Blödes. Und den Firmennamen gibt's natürlich auch nicht, habe ich zwischendurch auch mal gegoogelt. Dämliches, kriminelles Scheißpack. Herr Maulwurf? Ja, ist alles in Ordnung? Ja, alles ist in Ordnung. Ich wollte nur mal fragen, wie geht es Ihnen denn? Gut, und selber? Auch gut, danke sehr. Sind Sie der junge Mann, der unten eingezogen ist? Also, naja, ich rufe Sie wegen Ihrer Registrierung an. Nochmal, wegen was bitte? Ihre Registrierung. Wegen dem Auto, ja? Ich habe das ja vorgestern angemeldet. Ist das schon fertig? Kann ich jetzt fahren damit? Einen Moment bitte, nur einen kurzen Moment. Also, ja? Mein Manager kommt jetzt. Aha. Grüß Sie, guten Abend. Ja, guten Abend. Wer ist da bitte? Mein Name ist Philipp Stolz. Ich vermute, dass ich mit dem Hans Hambert spreche. Nein, Herr Maulwurf ist hier. Wir sind ja nicht beim Vornamen miteinander, ne? Hallo? Hallo? Zu blöde zum Reden, oder was? Hallöchen! Hallo! Was ist denn da los bei Ihnen? Nichts Besonderes. Wissen Sie, wir haben Feierabend, deswegen, es ist so, ich weiß nicht, wie ich Ihnen erklären sollte, aber, naja. Naja, wenn Sie das selber nicht wissen, ist das natürlich schwierig, ne? Ja, das ist sehr schwierig, ich weiß. Also, wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Ich bin betrunken. Ach so. Ja, ich habe auch schon ein bisschen Wein getrunken, also so ist es nicht, ne? Ja, okay. Und, was haben Sie denn da für ein Apparativ? Also, ja, ich... Oh. Ganz ruhig atmen, ist alles in Ordnung. Augen zumachen, bis 5 zählen und dann weitersprechen. Ja, Sie haben recht. Oh, ist alles in Ordnung. Sollen wir einen Arzt schicken, ja? Ja. Ja, was haben Sie denn für Beschwerden? Ja. Oh. Weil, wissen Sie... Oh, jetzt ist er tot. Ja, alles fast. Hallo? Hey, Johannes. Woohoo!
Ja, sind Sie jetzt wieder aufgewacht? Ja. Okay. Was war das, ein Schlaganfall oder Durchfall? Ist okay. Ich rufe Sie wieder später an, okay? Noch später? Du bist ja jetzt schon besoffen. Wann willst du denn noch anrufen? Ja, vielleicht. Na, ich hab ja demnächst, sag mal, wir haben ja Sitzungen hier im Haus. Also eine halbe Stunde hätte ich jetzt noch Zeit, je nachdem, um was das geht bei Ihnen. Sie haben mir ja immer noch nicht gesagt, weswegen Sie angerufen haben. Ja, mir geht's wirklich nicht gut. Ich sollte mal entschuldigen. Wo ist der Chef denn hin? Ich weiß nicht. Ich kann nicht mehr. Da gib mir mal irgendwie einen anderen da. Mir geht's wirklich nicht gut. Bis später, ja? Ja, gib mir mal einen anderen da. Das muss jetzt ja weitergehen. Ja, ja. Na los, mach deine Arbeit. Ja. Wer ist da? Guten Tag, mein Name ist Michael Braun. Ich bin ein Content Manager auf der Trading Plattform. Darf ich bitte mit Herrn Fischer sprechen? Nochmal wer? Hallo? Darf ich bitte mit Herrn Fischer sprechen? Ja, mit welchem? Maxi. Nochmal bitte. Jemand hat sich unter dieser Nummer mit dem Namen Maxi Fischer angemeldet. Kennen Sie so eine Person? Das ist mein Papa. Okay, wenn ich es darf, darf ich bitte mit Ihnen sprechen. Soll ich den Papa holen? Hallo? Ja, wenn es Ihnen nicht schwer ist. Ja. Ja. Hallo? Hallo. Hallo, spreche ich mit Herrn Fischer. Wer ist da? Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Michael Braun, ich bin ein Ja. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Tag. So, Sie haben sich gerade eben bei uns angemeldet auf der Trading-Plattform. Aha. Ja, und weiter. Wunderbar. Haben Sie schon Erfahrung im Trading? Nein, noch überhaupt gar nicht. Ja. Haben Sie schon Erfahrung? Nein. Wie du gerade schon gesagt. Okay, ich werde jetzt Ihnen... Okay. Können Sie mich gut hören? Wunderbar. Können Sie mich gut akustisch verstehen? Wunderbar, weil ich verstehen. Aber ist ein bisschen lauter drüben. Okay, perfekt. So. Okay. Mit welcher Summe möchten Sie bei uns einsteigen? Kommt drauf an, was du anzubieten hast. 250 ist der Mindestbetrag. Nein, ich meine, was habe ich davon? Was bringt mir? 250 Euro ist so lächerlich. Möchten, wenn Sie wollen, Sie können auch mehr Geld einzahlen. Ja klar, aber was bietet sagen Sie ihr? Dazu? Was bietet ihr mir? Ich kann Ihnen einen täglichen Gewinn von 10-60% Ihrer Bilanzsumme anbieten. Das klingt gut. Und wie machst du das? Das mache nicht ich, sondern der Finanzberater. Ja, okay. Ja, dann gib mir den. Ich verhandle nicht mit Laufburschen. Dabei. Okay. Dann werde ich jetzt einen. Okay. Dann werde ich einen Finanzberater holen. Bleiben Sie bitte kurz dran. Okay. Danke. Legen Sie bitte nicht auf, der wird gleich da sein, okay? Hey, Kleiner. Bitcoin-Typ. Давай, блядь. Herr Fischer? Hallo? Ja, eine Frage, warum schimpfen Sie? Weil du mich ewig warten lässt hier, ich habe zu tun. Okay. Dann warten Sie weg. Haben Sie bitte etwas Geduld, okay? Wie lange? Eine Minute. Gut, du hast eine Minute. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Macht. Ja, wie bitte?
Einen recht schönen guten Tag, hier ist Frau Jungnicke vom Gewinnspielservice. Ich hatte mit einer Kollegin geredet. Ach so, pardon. Ja. Ah, alles gut. Was haben Sie denn freigerubelt? Also die Glückscode-Nummer bräuchte ich. Ja, hier ist Steinmetz. Ich rufe an aus Rastatt. Und ich habe hier im Prinzip so eine, wie sagt man das, aber scheinbar was gewonnen. Haben Sie. Ja, da bräuchte ich mal die GLÜ-Nummer. Die Kontonummer? Nein, die Kontrollnummer. Sie haben noch eine Zahl, GLÜ, und dann brauche ich die Zahl. Oh, da wird es schon schwierig. Haben Sie mich? Da steht, ich habe irgendwo meine Brille heute verlegt. Heute Morgen in der Kirche habe ich sie noch gehabt, ne? Okay. Also ich versuche mal mein Bestes. Ich hoffe, ich falle da nicht außer Leitung, wenn das jetzt falsch sein sollte. Nein, nein. Das ist also, da steht 6. Ja. Und das nächste ist entweder auch eine 6 oder eine 5. Eine 6. Hm. Ach, Sie wissen das schon? Ja, aber die Kunden müssen das immer sagen. Deswegen ach so. Hat Ihnen jetzt geholfen. Und ich glaube, dann kommt eine 3 und eine 9. Ja, ist eine 2. Alles gut, Herr Steinmetz. Ja. Sie haben im Wert von 300 Euro einen Reisegutschein von der Firma Trendtours. Und dann dürfen Sie sich selber aussuchen, wann, wohin, mit wem Sie reisen. Urlaub? Ja? Also oh, den kann ich gut gebrauchen. Na, wer nicht in der schwierigen Zeit. Ja, das ist ja alles nicht mehr so einfach, ne? Ich weiß, deswegen ist der unbegrenzt gültig, ja? Ach, so lange wollte ich dann aber nicht Urlaub machen. Sie können sofort reisen, ja? Jeder ist da unterschiedlich. Und Steinmetz habe ich geschrieben, Stein, wie Stein, ja. Metz, M-E-T-Z, ja? Was ist damit? Na, heißen Sie nicht so? Ach so, ja, natürlich. Ich schicke Ihnen noch zu. Ich dachte jetzt, wir machen hier Buchstabierwettbewerb. Nein, das aber... Da habe ich früher immer die Landesmeisterschaft gewonnen. Aha, na sehr schön. Ja. Unter welcher Telefonnummer sind Sie denn am besten zu erreichen? Das verrate ich Ihnen. Das ist 040. Hamburg, ja. Ja. Und dann ist das ja im Prinzip die Hafenstraße 17. Ja, die Telefonnummer brauche ich auch. Ach so, pardon. Das ist ja 7913. Ja. 454. Ja. So, ich schreibe Sie aber richtig an. Wie ist denn Ihr Vorname? Herbert. So, Ihre Postleitzahl, Herr Steinmetz? Oh, da komme ich immer. Wir haben den Stadtteil gewechselt. Ich muss jetzt tatsächlich noch mal gucken. Nee, ich gucke Hamburg. Sagen Sie mal Ihre Straße, Herr Steinmetz. Ja, ich habe hier irgendwo einen Zettel rumliegen. Ach so. Weil Sie wissen gar nicht, wo Sie hingezogen sind. Nein, das ist alles nicht mehr so einfach, ne? Alles gut. Das ist im Prinzip, nachdem meine Frau verstarb, beim Haus hat gebrannt, ne? Das ist im Prinzip von der Kirche, sag ich mal, so ein Quartier, ne? Ach so. Das ist in deswegen der... Deswegen haben Sie vorhin gesagt, Sie waren in der Kirche und die Kirche hat Sie jetzt aufgenommen. Ja, das ist ja im Prinzip in der Erichstraße. Die Kirche? Nein, die Unterkunft. Ach so, Erichstraße, warten Sie mal, ich gucke mal. 16. Habe ich hier 20359. Nee, das ist ja nicht meine Nummer. Nein, das ist die Postleitzahl. Ist schon richtig. Ach so. Ich muss Ihnen doch das zuschicken. Wie war das nochmal? Da kann ich mir das auch gleich einmal aufschreiben. Ach, Sie sind ja süß. Die 20. Ja. 3. Ja. 5. Ja. 9. Ja. Ja, und Ihr Geburtsdatum schreibe ich in den Unterlagen. Ja, das können Sie gerne machen. Na, dann müssen Sie mir das sagen, ja? Ach so, ja. Das ist ja alles nicht mehr so einfach, ne? Das ist der 8. Mai. Ja. 45.
So, also das mit der Adresse habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe heute früh schon in der Erwartung, dass das ja irgendwo mit beisteht, ne, aus dem Skriptorium schon, weil sagen wir mal, Unterlagen mitgenommen. Das sind aber nur alte Bücher, ne, und das ist auch noch scheinbar in Latein geschrieben. Das kann ich ja gar nichts mit anfangen. GLÜ heißt das, wie Glück, ist kein Latein. Ja, ich schicke Ihnen das zu Ihrer neuen... Ich meine ja, was ich bei der Kirche mitgenommen habe. Ach so. Das von Ihnen, das war ja Prinzip. Ich habe ja, das muss Gewohnheit sein, dass ich mir das TV-Programm noch gekauft habe. Aber ich habe ja gar keinen mehr. Und da war das mit drinnen. Ach, Sie haben keinen Fernseher? Ne, so, ne, ich kann das Kabel nicht finden. Ach Gott, schön. Ja, das ist die Tage, ist das noch irgendwo gewesen? Also es kommt mir alles immer ganz merkwürdig vor hier, ne? Also ohne Fernseher wäre ich aufgeschmissen, Herr Steinmetz, das muss ich sagen. Da lesen Sie mal ein gutes Buch. Nee, ich gucke gerne Fernsehen. Wenn ich jetzt von der Arbeit komme, dann bin ich froh, wenn ich abschalten kann. Was, hin und wieder lese ich auch. Was schauen Sie denn gerne für Sachen? Ach Gottchen, wenn ich das jetzt sage, dann sagen sie, die Frau Jungnickel. Immer so eine schöne Serien, wo man nicht nachdenken muss. Und Krimis schaue ich gerne. Ah, ja. eine Kriminologin. Also, ne? Genau. Ja, wenn mir jemand mal was Böses möchte, dann weiß ich mir zu helfen. Das ist, also ich würde ja, sag ich mal, gerade in der heutigen Zeit den Damen ja immer, sagen wir, so ein Tierabwehrspray empfehlen. Ne? Das ist ja im Prinzip wie Weihwasser gegen Kriminelle. Ne? Ah, okay. Ja, ich schicke Ihnen den Gutschein zu. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Und dann sagen wir, muss man da, sag ich mal, eine Reiserücktrittsversicherung abschließen. Nein. Sie kriegen so eine Art Broschüre. Ja. Und dann würden Sie gucken, was Ihnen gefällt. Ja. Und dann entscheiden Sie, Herr Steinmetz. Ja, Herr Steinmetz wird auf eine lange Reise gehen. Und Herr Steinmetz, wir dürfen Sie doch bestimmt auch weiterhin telefonisch über interessante Angebote informieren oder wer ein-, zweimal im Jahr. Natürlich. Ja? Der arme Herr Steinmetz freut sich immer über Gesellschaft. Ich merke jetzt Ihre Stimme, ja? Trinken Sie ein Stück Wasser und dann wünsche ich noch einen schönen Tag, ja? In te omnis virtus diaboli. In positionem manuum nostrarum, in per invocationem glorisa et sancte te benedictis virginis Mariae imperat tibi Deus, knie nieder vor deinem Gott, Sterbliche. Okay, alles habe ich nicht verstanden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Steinmetz, ja? Tschüss. Überschreibe deine Seele an Luzifer. Und du wirst belohnt werden. Das mache ich. Schönen Tag noch, ja? Sprich mir nach. Bist du Sterbliche, wehe, du legst auf. Oh, macht das Spaß, ey. Ich liebe es. Hallo? Hören Sie mich jetzt besser, Herr Mader? Ja, jetzt ist das besser. Super. Sie hatten doch an einem Online-Gewinnspiel teilgenommen, Herr Mader. Ja, es kann möglich sein. Haben da einen Treffer gelandet und haben den Renten-Joker gewonnen für einen Monat. Was, ja? Was habe ich Rente jetzt gewonnen? Den Joker, Renten-Joker. Ja. Dieser beinhaltet die 10 Jahresrenten, die verlost werden zu monatlich 5.000 Euro. Die Renten sind steuerfrei und vererbbar. Oh, das ist ja großartig. Genau, da gratuliere ich nochmal herzlich. Vielen Dank. Dadurch, dass Sie diesen Rentenjoker gewonnen haben, Herr Mader, hat man Sie auch an mich weitergeleitet. Ja. Weil die NKL von Oktober bis März die größte Gewinnaktion aller Zeiten startet. Oha. Das, be-
Das bedeutet, wir müssen ja insgesamt 1,4 Milliarden Euro auf limitierte 3 Millionen Lose ausspielen. Milliarden? Ihre Lose, haben Sie gerade Milliarden gesagt? Genau. Wir haben 1,4 Milliarden Euro auf limitierte 3 Millionen Lose ausgespielt. Das ist ja gerade los. Genau. Sie machen das nicht, weil Sie Geld verschenken, ja. Herr Mader. Wir möchten mit Ihren Gewinnerlosen Werbung machen. Ja? Deshalb hat man das aufgestückelt, dass jeder Teilnehmer was davon hat. Ah, das ist ja großartig. Genau. Das ist aber nur einmalig. Das geht nur von Oktober bis März. Ja. Länger nicht. Länger nicht, weil dann das Geld auch ausgespielt ist. Ne? Ja. Deshalb habe ich Ihnen da auch 3 verschiedene Lospakete reserviert. Sie dürfen sich eins davon aussuchen, ja, und erhalten das dann auch von mir schriftlich alles. Das ist ja großartig. Also habe ich ja im Prinzip ja schon so, eigentlich ja schon gewonnen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Genau, der Rentenjoker, den haben Sie gewonnen, den, ja, werde ich Ihnen auch zuschicken. Ja? Das ist toll. Und Sie, genau, und Sie dürfen sich eins der 3 Lospakete aussuchen. Ja. Ich habe hier einmal das Einstiegspaket, nennt sich bei uns auch Rentnerpaket. Das ist mit den 3 Losen zu monatlich 60 Euro. Dann habe ich die goldene Mitte, das ist meine persönliche Empfehlung, ja, wäre mit 4 Losen zu monatlich 80 Euro. Und es gibt dann noch ein Profi-Paket da. Das ist mit 5 Losen zu monatlich 100 Euro. Ich darf Ihnen nur eins der 3 Lospakete zuschicken. Welches darf es denn für Sie sein? Jetzt sagen Sie 100 Euro im Monat. Vorhin haben Sie gesagt, es geht um Milliarden. Was ist denn jetzt richtig? Herr Mader, das ist, was Sie einsetzen. Was bitte? Das ist ja das, was Sie einsetzen. Verstehe das nicht ganz. Diese, also für Ihre Lose setzen Sie ja monatlich ein. Einsitzen? Ja. Genau, Sie dürfen sich 1 der 3 Pakete aussuchen, die für Sie mitspielen werden. Ja, haben Sie nicht gesagt, ich habe was gewonnen, jetzt soll ich das bezahlen? Herr Mader, das ist ja der Rentenjoker, den Sie gewonnen haben. Und ich, ja, habe Ihnen 3 verschiedene Lospakete reserviert. Das sind Ihre Gewinnerlose. Hier geht es um die Häufigkeit der Gewinner. Ja, aber das ist doch kein Gewinn, wenn man das bezahlen muss. Sie müssen das ja nur einsetzen. Das zahlt sich nach dem ersten Gewinn sowieso wieder raus. Ach so. Einsetzen müssen Sie, weil wir eine Lotterie, ja, sind. Aber das ist ja kein rausgeschmissenes Geld für Sie. Zahlt sich, wie gesagt, nach dem ersten Gewinn sowieso wieder raus. Ach so. Hier geht es ja um die Häufigkeit der Gewinner. Ja, ist das denn sehr häufig, so im Durchschnitt? Genau, deshalb würde ich Ihnen auch gerne meinen Namen zum Aufschreiben geben und eine Sicherheitsnummer für Sie. Sicherheitsnummer, ja. Und meinen Namen zum Aufschreiben. Haben Sie was zum Schreiben da? Ja, ich habe im Prinzip ein telefonisches Gedächtnis. Das ist alles bei mir sehr gut ausgeprägt. Also ich bin die Frau Annemarie Berger. Ja. Und die Sicherheitsnummer ist 5-stellig. Das ist die 129-24. Ja, und was muss ich damit machen? Diese Sicherheitsnummer gut aufbewahren, denn nach jedem Gewinn werden Sie immer telefonisch und schriftlich von uns benachrichtigt. Ja. Sie haben ja jeden Gewinn immer innerhalb 3 Werktagen steuerfrei auf dem Konto. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich darf nur 1 der 3 Lospakete zusenden. Welches darf es denn für Sie sein? Was ist denn das Beste davon? Also meine persönliche Empfehlung wäre die goldene Mitte mit 4 Losen zu monatlich 80 Euro. Ja, wie oft, ich muss jetzt ja mal fragen, wie oft findet diese größte Ziehung aller Zeiten denn statt? Ihre Lose werden jeden Tag 100 Mal für die 10.000 Euro gezogen. Ja. Jedes Wochenende sind das über 300.000 Ziehungen. Das Ganze geht 6 Monate lang, von Oktober bis März. Ja, gab es das vorher schon mal, diese größte aller Zeiten? Das ist eine einmalige Kondition, das gab es bis jetzt noch nicht. Ja, haben Sie mich jetzt gerade angelogen? Da lüge ich Sie nicht an, Herr Mader. Das ist die 139. Ich bin doch schon diverse Male angerufen worden. Da ging das auch um 1,2 oder 1,4 Milliarden. Das ist 3/4 Jahre her. Das ist eine einmalige Kondition. Man hat das Geld dieses Mal aufgestückelt.
weil wir möchten, dass jeder Teilnehmer was davon hat. Wir haben dieses Mal umstrukturiert, das heißt gerechtere Gewinnverteilung im mittleren Gewinnbereich. Ja, aber es hat es doch trotzdem schon mal gegeben, wenn man das schon mal versucht hat. Sie können ja gucken, das kann man im Internet nachschauen. Herr Mader, bis jetzt war das immer so. Herr Mader, bis jetzt war das immer so, da hat einer gewonnen, alle anderen gingen leer von raus. Nein, die haben mir das letzte Mal genau das gleiche erzählt wie Sie, Wort für Wort. Sie haben ja seitdem Ihr Skript gar nicht überarbeitet. Das muss man doch immer den neuesten Forschungsergebnissen aus der Manipulation anpassen, sonst klappt das doch nicht mehr. Soll ich Sie da mal in Kenntnis setzen, was so die neuesten Tricks sind? Herr Mader, wir sind staatlich unter amtlichen Aufsicht. Ich kann Ihnen hier gar keine Märchen erzählen. Ja, können Sie mir mal den Vorsitzenden Kontrollbeamten bitte geben? Wie heißt denn der? Ich rufe im Auftrag von Bösche an. Wenn Sie da gar kein Interesse an den Losen haben, gebe ich das gerne so weiter. Na, ich habe ja Geldinteresse immer. Ich finde das nur nicht in Ordnung, dass man da jedes Jahr mit genau dem gleichen Text angerufen wird und es immer behauptet wird, dass das einmalig ist. Obwohl das ja erwiesenermaßen schon mal genauso gesagt wurde. Ich habe da im Prinzip... Das gab es bis jetzt noch nicht, Herr Mader. Ich habe da ja im Prinzip eine Tonbandaufnahme von. Das dürfen Sie leider nicht. Sie dürfen da nichts aufnehmen. In Deutschland aus Datenschutzgründen dürfen Sie keine Telefonate aufnehmen. Ja, aber Sie haben das ja damals schon zugestimmt. Da hat keiner was zugestimmt. Ich muss das Telefonat leider beenden. Sie dürfen nichts aufnehmen. Ja, ich bedanke mich. Ja, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich möchte mit Dorian Maluhur sprechen. Wer ist denn da am Telefon? Gut, hier ist Maria Schneider von der Firma Hightech Capital. Es geht um Finanzmarkt. Natascha, bist du das? Natascha, bist du das? Sagen Sie mir bitte. Möchten Sie mit 250 Euro anfangen? Ja, das mag ich. Du kommst gleich zum Geld. Hast dich noch nicht mal richtig vorgestellt, kannst keinen Satz sprechen. Hast nicht gesagt, was du tun kannst. Du wirst gleich Geld haben. Du bist ein richtig goldiger Blät. Spreche ich mit Dorian Maulwurf? Ja. Es geht um Finanzmarkt. Sie haben sich registriert und... Ja. Können, mit können Sie mir bitte... Hatti, gib mir mal bitte deine Kontonummer. Sie haben sich registriert und... ich brauche bitte einmal Ihre Kontonummer. Und wollten... Zur Bestätigung bitte einmal Ihre Kontonummer. Moment mal, warten Sie bitte. Ja. Es gibt bei uns drei Zahlungsmöglichkeiten. Ja. Registerkarten oder... Zur Kontrolle bitte einmal Ihre Kontonummer. Oder Banküberweisung? Ja, Banküberweisung. Geben Sie mir bitte Ihre Kontonummer. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Geben Sie mir bitte zur Bestätigung Ihre Kontonummer. Geben Sie mir bitte Ihre WhatsApp-Nummer. Ich möchte Ihnen die Bankdaten für die Einzahlung. Nein, ich will kein Sexting machen. Gib mir deine Kontonummer, damit wir deinen Mitgliedsbeitrag abbuchen können. Was möchten Sie machen? Du wirst dich hier jetzt 36 Monate mitspielen im System Lotto 6 aus 39. Da sind die Chancen nochmal erhöht, weil wir 10 Zahlen rausgenommen haben. Und das hat für Sie den Vorteil, dass Sie nur in einer Spielgemeinschaft mit 1793 Leuten jederzeit die Möglichkeit haben, Millionen Gewinne zu machen. Können Sie mir bitte die Kontonummer geben? Herr Maulwurf, es geht um... Moment mal, Sie reden zu viel und erzählen über einige Spiele, aber... Ja, Sie haben vergessen, Ihr Mitspiel zu kündigen. Deswegen sind Sie jetzt hier dabei, 36 Monate, bei Automobilclub Glückliche Hasen. Und Sie haben jeden Monat die Möglichkeit auf fette Gewinne. Und mit unserer Mitgliedskarte, was wir Sie geben, bekommen Sie bei Einzelhandel 66% Rabatt. Sie müssen die Karte noch vorzeigen. Aber weil Sie auf diese Karte auch Rabatte gebucht bekommen, müssen wir eine Kontonummer damit verknüpfen. Können Sie mir bitte Ihre Kontonummer vortragen? Herr Maulwurf, es geht um... wissen Sie, warum ich Sie anrufe? Ja, Sie möchten Ihr Mitspiel kündigen. Es geht um Finanzmarkt.
Ja, genau, genau. Es geht um Bitcoin. Ich brauche zur Bestätigung bitte Ihre Kontonummer. Sie verschwenden meine Zeit, junge Frau. Ich habe noch andere Kunden. Herr Maulwurf, sagen Sie mir bitte, Sie werden Handelskonto aktivieren, aber mit welchem Betrag? 250, 500 Euro, 1000 Euro? Ja, Ihr Mitspiel kostet 64,99 im Monat, wird jeden Monat zum Anfang eines Monats abgebucht. Wenn Sie nicht bis zum 16. des Vormonats vor 2 Jahren kündigen, verändert sich der Vertrag automatisch immer um 3 Jahre und Sie haben weiter die Möglichkeit, erstklassiges Gewinnen einzustreichen. Ist das nicht großartig? Hallo? Ja, können Sie mir bitte einmal Ihre Kontonummer bestätigen, zu Sicherheitsgründen? Es geht um Finanzmarkt. Wissen Sie, haben Sie etwas vom Finanzmarkt gehört? Ja, natürlich. Geben Sie mir bitte Ihre Kontonummer. Und Sie werden Handelskonto aktivieren, von 10% bis 15% pro Monat bekommen. Ja, also wenn Sie, wie gesagt, Sie können ja 64,99 ist Beitrag nur bei einem Monat. Und können Sie Gewinne machen bis zu 2 Schneckenhäuser, 3 Muscheln und 1 Käsereibe jeden Monat. Die Chancen von 1 zu 1 Milliarde minimieren Sie dadurch, dass Sie 1 Jahr teilnehmen und 3 Jahre Verlängerung bekommen. Es lohnt sich für Sie sehr. Herr Maulwurf. Ja, ich bin hier. Wenn Sie heute abschließen, bekommen Sie noch ein Fläschchen Lavendelöl zur Beruhigung von den Nerven, weil Sie jeden Tag auf diese unglaublich wertvollen Gewinne warten. Okay, sagen Sie, wohin soll ich die Bankdaten für die Einzahlung schicken? Sie können mir sagen und ich werde aufschreiben und dann werden wir bei Ihnen abbuchen. Zuerst eines jeden Monats und 3 Monate rückwirkend wegen Bearbeitung Gebühr. Oi weh! Sie sollen die Einzahlung machen, Sie! Ja, das ist ja ganz einfach. Wenn Sie eines Gewinn erzielen, was ja außer Frage steht, weil Sie haben ja eine staatlich gewährleistete Geld-Zurück-Garantie, dann werden wir Sie bei Ihrem Konto überweisen. Und das ist auch steuerfrei, weil Sie ja eine Zeitschrift mit uns bekommen, von einem Sponsoren geschenkt geben. Herr Maulwurf, sagen Sie mir bitte, Sie sprechen über irgendwelche Spiele, ja. Gewinne, und jetzt, ich melde mich von der Firma GTX Capital, es geht um Finanzmarkt. Ja, ja, Sie haben angerufen bei der Maulwurf am Morgen und ich habe Ihr Gewinnspiel eingetragen. Dieser Anruf kostet Sie 6,99 € die Minute und wir freuen uns sehr, dass Sie in der Leitung sind. Deswegen, Herr Maulwurf, soll ich Ihnen die Bank da... Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ja, 64,99 sind Sie monatlich dabei und dann haben Sie Zugriff auf die besten Gewinne. Wir haben dieses Monat ist ja nur noch einen Tag lang, ein Antiquität. Jetzt wollte ich hier gerade einen Kühlschrank von 1970 andrehen als potenziellen Hauptgewinn. Die schnallen überhaupt nichts, die Idioten. Grüezi. Hans-Veronika Müller ist mein Name, ich grüße Sie. Wie sieht es aus bei Ihnen, alles gut? Ja, ich warte ja auf den Postboten und die Sonne scheint. Und bei Ihnen? Bei mir geht auch ganz gut. Ja, von wo rufen Sie denn an? Hallo, ja, bitte, ja? Sie sind ganz leise nur. Okay. Herr Herbert? Was denn? Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja, ich melde mich an als Signalgeberin von Trading Academy. Signalgeber? Sind Sie von der Deutschen Bahn? Da hatte ich mich ja beschwert, dass die Ampelanlage nicht funktioniert, ne? Moment, nein, lieber Herr. Ich bin eine Signalgeberin von Finanzmarkt. Ja, welches Signal wollen Sie geben? Soll ich die Leuchtfeuer von Gondor entzünden? Wo war Gondor, als die Westfold fiel? Wo war Gondor, als der Feind den Kreis um uns schloss? Soll ich das anzünden jetzt, das Signal? Hallo? Lieber Herr, ja? Hoffentlich haben Sie einen Augenblick Geduld, mit mir zu sprechen, okay? Natürlich. Gut.
Ich rufe Sie an als Signalgeberin von Finanzmarkt. Ja. Hier steht, dass Sie sind schon bekannt mit Finanzmarkt, oder? Ja, ich habe da Bekannte, ne? So den Julius und so, ne? Ich habe im Prinzip Sie haben mir missverstanden. Na doch, die Römer. Sie haben mir missverstanden. Nein, überhaupt Herr nicht. Herr Herbert. Jetzt warten Sie doch mal, wenn man mit den Römern einen Handelsdistrikt baut, ne, da hat man ja im Prinzip, weil die ja automatisch Straßen generieren, also ich habe, sagen wir mal, sehr viele Händler laufen, ne. Ich habe mir einen Finanzstadtstaat als Nachbar auch, ne. Moment. Haben Sie Investition gemacht mit Bitcoin, Forex? Ja, ich hab im Prinzip 7 Abgesandte in den Stadtstaat reingestopft. Das ist jetzt, da bin ich jetzt der Souverän, ne. Ich kenne mich da gut aus. Echt? Seit wie vielen Jahren sind Sie schon aktiv? Ich bin 83. Seit 83 Jahre alt? Ja, ich bin 83 Jahre alt. Okay. Sind Sie zu Hause? Ja, wo soll ich sonst sein? Keine Ahnung. So eine Festnetznummer, auf der Sie anrufen. Wie läuft das Leben im Rentner? Alles klar? Naja, die Orks kommen halt, ne? Deswegen habe ich ja gefragt, ob ich das Leuchtfeuer schon anzünden soll. Wieso kommt der Arzt jetzt? Sind Sie krank? Ja. Ich habe ja im Prinzip ich habe ja Lampenfieber immer, ne? Wenn Leute anrufen. Weil das könnte es ja mal in die Trends bei YouTube schaffen, ne? Das ist halt immer mit Lampenfieber verbunden und das münzt manchmal in richtiges Fieber um. Hallo? Herr Halbert. Ja. Was denn? Von wo rufen Sie denn an? Von niemand. Tschüss. Bist du blöde im Kopf? Nein, ich bin nicht blöd im Kopf. Hey, hallo, wie reden Sie mit mir, bitte, Naja, so wie du das verdient hast, Sutschka. Bitte. Herr Herbert. Ja. Seien Sie nett mit mir, bitte. Nee. Ich bin auch nett mit Ihnen. Ja, eine nette Betrügerin, ne? Scheiß Betrügerpack. Ja, da kannst du nur auflegen, ne? Jetzt entzünden wir die Leuchtfeuer von Gondor. Ist denn der Herr Hinterrotter zu sprechen? Ja, der ist am Telefon. Wer ist da bitte? Von der Nick Megan Vertriebsunion. Es ging darum, Sie hatten ja vor kurzem bei unserer kleinen Befragung mit teilgenommen und wir haben Ihnen ein Überraschungspaket vorbereitet als Dankeschön. Dass wir mal reinschauen können, bräuchte ich eine Zahl zwischen 1 und 10 von Ihnen, bitte. Wären Sie so nett, ein bisschen langsamer zu sprechen? Ich höre nicht mehr so gut. Ja. Sie hatten bei dem Tesla-Gutschein mit teilgenommen, deswegen rufen wir an wegen Ihrem Überraschungspaket. Und dass wir da mal reinschauen können, bräuchte ich eine Zahl zwischen 1 und 10 von Ihnen, bitte. Die 7. Ja, schauen wir mal. Ja. So, perfekt. Denn Sie bekommen mit dem Paket sogar gleich 2 Sachen. Zum einen erhalten Sie von uns 2 Reisegutscheine von jeweils 100 Euro. Also im Gesamtwert von 200 Euro gehören Ihnen. Oh, danke schön. Die Gutscheine sind voll verrechenbar und müssen keinen Mindestreisepreis erreichen oder ein bestimmtes Reiseziel haben. Sie sind 3 Jahre lang gültig und auch an Dritte zu übertragen. Ansonsten, da zum Reisen auch typischerweise was zum Entspannen gehört, legen wir Ihnen noch einen oben drauf und lassen Sie über unseren Sponsor mal 12 Monate in Lieblingsmagazin lesen und das Ganze zum Aktionspreis. Haben Sie denn da was Bestimmtes, was Sie gerne lesen? Also ich bin am Aufschreiben, bin ich bei der Reise angekommen. Die geht wohin? Die Reisegutscheine können Sie selbst entscheiden. Die sind bei unserem Partner Bonusreisen einzulösen, also die können Sie dort einlösen. Und gibt 150 verschiedene Reiseanbieter. Wie viele? Die sind auch 3 Jahre lang gültig und können Sie auch an Dritte übertragen. Das ist ja das Gute, ne? Ja, das hört sich gut an, ne? Das ist sehr, sehr schön, ne? Da freue ich mich. Und wann geht das los? Also je nachdem, das Ganze ist eben ein 2-in-1 Gesamtpaket und in Kombination mit Ihrer Lieblingszeitschrift. Deswegen frage ich, was lesen Sie denn gerne? Haben Sie da was Bestimmtes? Nicht wirklich. Ich bin eher der Fernsehgucker. Okay. Alles klar, dann hätten wir zum Beispiel auch hier die TV-Zeitschriften, die TV-Movie, TV Horn und Sehen, TV-Spielfilm zum Beispiel. Das sind so die Klassiker. Ja. Und das kriege ich auch noch?
Also beispielsweise, wenn Sie jetzt die TV Movie nehmen würden, würden Sie die alle 14 Tage neu bekommen und zahlen einmalig 34,45 Euro. Einmal für 12 Monate können Sie ganz entspannt lesen. Aber ich dachte, ich habe was gewonnen. Ja, es ist ein 2-in-1 Gesamtpaket. Die Reisegutscheine in Kombination mit Ihrer Lieblingszeitschrift zum Aktionspreis. No? Also da wird er nur die Reise nehmen, ne? Oder geht das gar nicht? Das geht leider nicht. Es ist ein 2-in-1 Gesamtpaket. No? Ach so. Genau. Naja, aber also, die Reise ist ja mehr wert, ne? Ja, ja, klar. Die Reise haben, Reisegutscheine haben 200 Euro vom Wert her. Ja, da habe ich richtig gerechnet. Genau, richtig. Und die TV-Movie beispielsweise würde nur einmalig 34,45 Euro kosten. Für 12 Monate, ne? Ansonsten, also jeden Monat oder? Sie reden so schnell, ich komme nicht hinterher. Einmal? Alles gut, ich versuche sogar sehr, sehr langsam zu sein. Und zwar einmal für alle, für die 12 Monate. Nur einmal. Also nicht jeden Monat. Aber alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen kommt sie neu. Ja, ja, das habe ich verstanden. Das meine ich ja damit. Ist das alles kompliziert? Ja, es geht eigentlich ganz, ganz einfach eigentlich. Auf jeden Fall, ich würde Ihnen das Ganze mal fertig machen und zukommen lassen. Da können Sie es ja in Ruhe mal anschauen. Und genau, Sie haben ja sowieso das 14-tägige Widerrufsrecht. Und wann findet die Reise statt? Wie bitte? Wann die Reise stattfindet? Also je nachdem, wenn ich Ihnen das alles zusende und Sie das so annehmen mit dem mit dem Überraschungspaket, dann haben die Reisegutscheine 3 Jahre lang Gültigkeit. Können Sie selbst entscheiden. Ach so, und wenn ich dann sage, ich will das nicht haben, ist auch die Reise hinfällig, richtig? Genau, dann verfällt das leider. Gut, ich verstehe, wie das funktioniert. Genau. Ansonsten, ich würde Ihnen das Ganze mal fertig machen, dann können Sie es entspannt überweisen und zu Hause in Ruhe nochmal anschauen. Herr Hinterrotter, da wir großen Wert auf Qualität legen, würde ich das Gespräch kurz mit Aufzeichnen zusammenfassen. Sie sprechen viel zu schnell, ich komme überhaupt nicht mit bei dem, was Sie sagen. Dass ich das Gespräch einmal zusammenfassen kann und aufzeichnen kann, meine ich, das ist in Ordnung, ja? Um was zu machen? Damit ich das alles fertig machen kann und zusenden kann. Ach so, ja, ja, dann machen wir das mal, ne? Okay. Wenn das sein super, muss. Genau, ich zeichne nochmal, ich fasse nochmal das kurz zusammen. Und zwar, vielen Dank für Ihre Zustimmung zur Aufnahme. Ab jetzt läuft die Aufzeichnung mit. Mein Name ist Ullmann von der Firma NMV und Ihre Lieblingszeitschrift, die TV Movie, senden wir Ihnen auf die Verdunstraße 88a in Bremen. Das ist aber gar nicht meine Lieblingszeitschrift. Sie hatten doch gesagt, die TV Movie, dass wir sie nehmen. Ja, aber es hat ja nichts damit zu tun, was ich präferiere. Es ist ja meine Privatsache. Ja gut, aber ich fasse es nur noch eben mal kurz zusammen. Ansonsten... aber es ist ja nicht meine Lieblingszeitschrift. Also ich bin ja so erzogen worden, dass ich ja nicht lügen darf, ne? Ja gut, aber was lesen Sie denn gerne? Haben Sie da was Bestimmtes? Ich habe ja gesagt, ich bin eher der Fernsehmensch. Also ich habe da jetzt keine speziellen Präferenzen, ne? Okay. Ansonsten... Oder müssen Sie das so sagen? Also das steht hier so im Text, das sage ich natürlich, was hier drin steht. Also Sie müssen da so einen Text vorlesen? Ich fasse den Text kurz zusammen. Ach so. Na, und kann ich ja nicht alles aus dem Kopf. Ansonsten, die Verdunstraße 88a in Bremen ist richtig, ja? Ja, ja, da wohne ich. Okay, super. Und dann erhalten Sie die TV Movie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für zunächst 12 Monate. Und das Ganze ist dann auf Rechnung, also wie vereinbart zahlen Sie dann? 34,45, da kann ich mich auf Sie verlassen, dass Sie die Rechnung begleichen. Und zusätzlich erhalten Sie natürlich die 2 Reisegutscheine für Pauschalreisen im Wert von jeweils 100 Euro, also Gesamtwert von 200 Euro nach Erhalt der Zahlung. Und alles, was wir besprochen haben, bekommen Sie schriftlich zugeschickt in Form einer Auftragsbestätigung. Sie haben die Möglichkeit, sich selbst von der Qualität der Zeitschrift zu überzeugen und entscheiden nach 12 Monaten selbst, wie lange Sie die TV Movie lesen möchten, da Sie keine Kündigungsfristen einhalten müssen. Ansonsten, ich hätte noch 2 kurze Fragen zum Schluss. Ja. Wenn wir aus dem Hause NMV mal wieder ein interessantes Angebot zu Zeitschriften oder anderen Medienangeboten haben, dürfen wir uns dann wieder telefonisch bei Ihnen melden? Ja, immer. Okay. Ich freue mich immer, mal mit Menschen reden zu können. Super. Und sind Sie damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten natürlich nur für diesen Auftrag an den NIC-Medienvertriebsunion übertragen werden, dass wir alles fertig machen können? Das ist auch in Ordnung, ja? Ich dachte, Sie rufen von da an. Warum müssen meine Daten dann dahin übertragen werden?
ich muss es immer wieder abfragen, ob das in Ordnung ist, dass wir es eben, dass wir es fertig machen können und sie weiter, also an sie schicken können. Sind Sie denn selber aus dem Haus oder sind Sie ein Drittanbieter? Nee, wir sind von der Nick Million Vertriebsunion. Ach so. Genau, aber ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Na wegen gut. Ihren Daten, ob das in Ordnung ist. Ja, können wir schon machen. Ne? Wenn das ja eh schon da ist, da ändert er ja nichts mehr. Mhm, also ist in Ordnung, ja? Ah, ja, ja. Okay, super. Dann bedanke ich mich schon und wünsche einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Warten Sie mal. Ich habe mich überhaupt nicht gefragt, ob ich das haben will. Sauerei. Wahnsinn. Na gut, ist euer Geld, Freunde. Kann mir recht sein. Hier ist der Holger Hitzler. Ich habe hier im Internet gesehen, dass ich etwas gewonnen habe. Genau, Sie haben bei einem Banner-Gewinnspiel teilgenommen, das ist richtig. Da steht, Überraschungsgeschenk wartet auf Sie. Ja, dann schauen wir mal. Also dann trage ich einmal Ihre persönlichen Daten ein. Also Holger war der Vorname? Ja, hier ist der Holger Hitzler. Hitzler, okay. Ja, also Heinrich Ida Theodor Zeppelin Ludwig Emil Richard? Nein, mein Name ist Holger Hitzler. Nein, Hitzler ist der Nachname, ne? Ja. Okay, alles klar. Super. Einmal bitte die Straße, in der Sie wohnen. Mariendorfer Damm. Mariendorfer Damm? 179. Ja, Mariendorfer Damm 179. Und die Postleitzahl bitte einmal. Berlin. In Berlin, alles klar. Ja. Warte mal. Was habe ich denn gewonnen? Sag ich Ihnen sehr gerne. Sie dürfen mir noch einmal das Geburtsdatum verraten. Die 11. November. 11. November? Ja, da habe ich Geburtstag. Und das Jahr, wann Sie geboren sind? 84. Wunderbar. Super. So, Sie bekommen von uns einen Reisegutschein. Das ist zu uns ins alte Land nach Hamburg. Hamburg. Und Sie sind mit in der Hamburg. Und Sie sind mit in der Sonderziehung dabei. Da geht es um die Sofortrente. Mhm. Ist das gut? Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Wann ist die Reise? Das entscheiden Sie selber. Ich lasse Ihnen das gerne alles zukommen. Ja. Und dann können Sie sich das gerne alles nochmal in Ruhe durchlesen. Da steht auch nochmal alles genau drin. Und dann entscheiden Sie selber, wann Sie quasi dahin fahren. Das dürfen Sie selbst entscheiden. Ja. So? Ist das ein anonymer Brief? Nee, also da steht quasi vom Böschen. Also quasi, ne? Weil meine Mutter hat mir verboten, mit Fremden zu reden. Okay. Ja. Alles gut. Wir lassen Ihnen, wie gesagt, den Gutschein sehr gerne zukommen. Der kommt auch per Post. Ja? Ja. Super. Das ist sehr nett. Sehr gerne. Dann habe ich jetzt aber noch was ganz Besonderes. Und zwar ab dem 1. Oktober beginnt bei uns die 149. Ausspielung der staatlichen NKL, die Norddeutsche Klassenlotterie. Kennen Sie ja bestimmt. Norddeutschland, ja. Norddeutsche Klassenlotterie. Ja. Genau. Und wir haben uns auf Kundenwunsch diesmal was Besonderes einfallen lassen, denn diesmal sind lediglich nur 3 Millionen Lose mit dabei, anstatt der sonst üblichen 5. Heißt also, das gesamte Geld bleibt komplett in Deutschland, damit Sie natürlich auch mal davon was haben, am besten zu Ihnen auch nach Berlin. Ja, und Mariendorfer Damm, 179, Berberfest. Genau, habe ich so eingetragen. Ja. Ne? Genau, und auf die letzte Zahl des Loses wird viele hunderttausendmal der Betrag von 960 € gezogen und die letzte Zahl dürfen Sie sich selber aussuchen. Haben Sie denn eine Lieblingszahl von 0 bis 9, die Ihnen Glück bringt? 3,14. Okay, von 0 bis 9, also eine. Ja, 3,14. Pi ist genau 3. Also die 3 quasi? Ja.
Okay, alles klar. Das ist jetzt wissenschaftlich erwiesen. Okay. Okay. Alles klar. Nee, gut, dann schicken wir Ihnen den Gutschein, ja? Ja. Und dann bleiben Sie gesund, ja? Ich will zurück in den blauen Raum. Alles Gute, tschüss. Da habe ich jetzt gewonnen. Ja, ich habe ihn, ich schicke Ihnen den Reisegutschein und den die Chance auf die Sofortrente, da sind Sie dabei. Was muss ich da machen? Sie kriegen das per Post, alles gut, da müssen Sie nichts großartig machen. Ich kann nicht lesen. Okay, dann, Sie haben ja gesagt, die Mama ist ja bei Ihnen, ne? Ja. Quasi. Ja, genau. Dann liest die Ihnen das bestimmt vor. Meine Mutter hat mir verboten, scharfe Frauen anzurufen. Also, das kostet zu viel Geld. Okay, ich schicke Ihnen den Gutschein. Ja, Hälzer? Ja. Alles Gute. Timme! Ich liebe es, Freunde. Ich liebe es. Scheiße, ne? Sie hat gut die Engel und hat sie dann gemerkt, okay, dem kannst du nichts andrehen. Aber sie hat angefangen damit, mit ihrem Skript. Entweder hat ein Teamleiter dann von hinten gesagt, stopp, oder er hat es gewiss und kam doch durch.